First Try, 15 Minuten, down, fertig. Sagt so, er. So sieht's aus. Ich sag's anders. Ich sage, wir werden sterben und eine halbe Stunde brauchen. Ja, wie gesagt, ich drück schon mal, ne? Ja. Können wir ja schon mal. Ich hab zu ihr gerade gesagt, ich mach schon einfach. Sie sammelt das schnell ein, was wir haben. Ich baller mein ganzes Inventar, wollte ich gerade sagen, aber das passt ja gar nicht. Baust deine ganze Muni rein. Ja, mein ganzes Arsenal, meine ganze Muni, ganze Zeug, was ich habe, knall ich drauf. Mal gucken, ob es reicht. Wenn nicht, dann müssen wir doch anders vorgehen. Ja. Weil das anders vorgehen haben wir letztes Mal schon gemacht. Und du hast halt immer nur diese Millisekunde gefühlt, wo du sie treffen kannst. Ja, und ich kann ja leider nichts anrichten. Selbst Ziegelsteine werfen bringt bei der Eule nichts. Klar. Hey, Feini. Geht die direkt down. Sternchen, Feini. Ich habe schon versucht, dieses das Sternsymbol zu ändern. Das geht nicht. Du kannst als Twitch-Affiliate kannst du es nicht ändern. Also das geht dann nur als vollwertiger Partner. Das heißt, Sternchen bleibt. Hey, Ian. Hallo, Ian Resk. Der Symmetra Pro jetzt. Nein! Was denn? Ja, ich hätte ja noch ein paar Punkte aufwerten können, jetzt wo ich eh im Start bin. Nein! Ja, oder? This year, by Revelations 2. Ja, komm, überspring mal gerade. Was, das ist schon so lange her, das weiß doch keiner. Nee, nee, ich will gerade zurück zu den Dingsbums. Nicht jeder kann die Wahrheit sehen, aber jeder kann die Wahrheit sein. Franz, komm. Jetzt hast du es endlich. Echt, ist es so warm bei euch? Also bei mir geht's gerade tatsächlich. Es ist draußen angenehm, ehrlich gesagt. Wer ruft an? Gut, wir sind Fertigkeiten. Kannst du dich da aufwerten? Eins drüber. Ah, guck mal an. Kannst du es da noch machen? 8530, also viel ist das nicht mehr. Nee. Was könnte man noch brauchen? Weites Ausweichen? Wäre auf jeden Fall interessant. Ja, das mit dem Hocken beim Endboss kannst du echt vergessen. Waffenschein kannst du eh nicht machen. Ladeangriff ist uninteressant. Jetzt erstmal dafür eine Powerhocke. Erhöhte Feuerkraft, wenn in der Hocke. Hast du ja schon voll aufgeladen. Das sollte ich dann vielleicht nochmal in Betracht ziehen. Ja. Taschenlampe, bla, ist auch Schmackes. Uninteressant. Ja, das bringt ja nichts mehr. Ziegelstein, ja, lohnt sich auch. Auch bei so einem Endboss wurde, ist das eigentlich total egal. Okay, das heißt, ich mache entweder Eisen Reserve, was ich nicht so interessant finde, wie das einfach besser ausweichen kann. Kann man es da doch nicht machen, oder wie? Ne, sieht nicht so aus. Ich gehe gerade nochmal raus. Ultra warm, sagt er auch noch. Doch hier ist, ne? Ja, jetzt kannst du. Okay, jetzt geht's. Naja. Egal. Gut. Intro braucht man ja nicht, ne? Ne, gut. Jetzt krieg ich das nämlich wieder weg. 19 Grad, Dan. Hast du eine Klimaanlage in der Wohnung? Also bei mir ist es natürlich immer wärmer, weil ja auch ich hier sitze. Das ist ja nochmal ein Nachteil. Hier ist eine Nachricht. Okay, Alex. Die zweite. Ja. Alex oder Alex? Alex. Ich mag Ventilatoren nicht. Ja, das weiß so langsam jeder. Ja, ich hab's nur selbst gerade Ventilatoren geschrieben. Selbst Trump weiß es langsam, dass du keine Ventilatoren magst. Ja, Luftfeuchtigkeit ist ja auch das. Hallo, stell mich ein. Behindertste überhaupt. Obwohl es komplett trocken wäre, ist es halt auch recht trocken. Wo gehst du hin? Ich will gucken, dass du hier vielleicht nochmal. Da hinten Waffen ist auf jeden Fall die Werkbank, ne? Ja, deine Waffenauswahl vielleicht nochmal. Ja, die behalte ich jetzt. Aber wenn es nicht klappt, dass ich dann weiß, dass ich es nochmal ändern kann. So, dann sehe ich besser. Genau, das sind die ganzen Sachen hier. Wir können aber
nichts mehr machen. Okay. Okay, ich hab. Wie hocke ich mich? Ah, so. No. Okay, dann sollte ich versuchen, ein bisschen in der Hocke zu schießen, vielleicht. Dann nehme ich erst die Pistole weg, weil. Grünes Grab. Was? Ich war gerade noch in mein Inventar angucken. Achso, schon, den habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, dann guck doch mal hin. Direkt Start. Kennen wir ja alles schon. Achso, du musst natürlich gucken, ob man sie dann nicht direkt. Wo sie ist, ne? Oh, eine leere Flasche war hier sogar gewesen. Da ist sie. Dann trigger sie mal nicht, dann kann ich es nämlich hier erstmal. Hab ich nicht vor. Rauch. Köder. Explosive Flasche. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Die nehme ich. Okay, also sie ist auf jeden Fall da drin. Ah, okay. Ja, aber die verschiebt sich ja, glaube ich, noch, ne? Also ich nehme den Stein. Hier liegen auf jeden Fall Ziegelsteine rum. Ja, ich versuche damit dann einfach hier so. Dann sie liegt. So, wo ist sie jetzt? Die ist immer noch da drüben. Wir müssen die erstmal triggern. Ja, aber die ist ja manchmal in verschiedenen Schächten. Ja, ja, wie gesagt, wir müssen die ja dann. Hier liegt noch was. Oh, sie ist rausgekommen. Warum hassen Sie sie so sehr? Was will ich denn noch mit einem Rubin? Ist sie wirklich raus? Ja, sie läuft rum. Vorsicht. Oh, lololol. Hi! Wenn es immer wegrennen, wenn irgendwie Gift, Staub oder irgendwas ist. Ich hatte hier gerade was gefunden, aber irgendwie klingt es jetzt nicht mehr. Das Monster kommt da. Sag an. Aber dieses Rauchen ist halt auch sehr, sehr, sehr nervig. So, du bist es da. Entschuldigung. Ich hab Pistolenmunition gefunden. Ich ja, schieb einfach rüber alles. Rüber. So, komm zu dir. Du bist jetzt an der Reihe. Bisschen Magnum-Munition. Verdammt, wo ist die hin? Genau, wo ist sie hin überhaupt? Aber wenn sie so rauslöckt, ist es eigentlich eine gute Chance. Das Monster! Auf den Schwachpunkt zu treffen. Nein! Da, der Halsstick. Andere Waffe. Okay, ich muss weg. Ich sehe nichts mehr. Der Einzige, der hier ein Fehler bist, bist du, würde ich sagen. Ach du, wo ist denn meine Brandflasche? Ich kann auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn. Oh, jetzt kommt sie zu mir, oder? Sie zuerst! Wo ist die Hälfte? Da rum. Hier nichts mehr. Und ich lebe dich ab. Okay, ich sehe nichts mehr. Ich habe kein Desinfektionsmittel mehr. Nee? Nein. Gib ich dir gleich. Wie er so ein bisschen weg ist. Desinfektion? Klar. Das ist Verband. Achso, das ist Verband. Ja, hast du das gefällt. Ich liege. Ah. Ach, echt? Du bist komplett down? Die hat mich gerade mit einem Schlag getroffen. Ah. Zu spät, Mann.
Mir geht's besser. Nein, ich hab. Das Heil übernehme ich doch. Ja, ich war ja noch im Treffer, der wäre down gewesen, dass diese Geräusche nicht eingehen. Bist du wieder down? Nein. Ich muss überall rauchen, ich muss überall rauchen. Was? Ich hab meinen Ziegelstein fallen lassen. Ah, okay. Ich geh nochmal besser ein bisschen runter. La! Okay, ich muss das desinfizieren. Hast du mir welches gegeben? Ja, ja, hab ich. Okay. Zwei Stück hab ich dir gegeben. Dann werde ich das anwenden, sobald es sich wieder erwischt. Das Monster kommt! Es kommt wieder zu dir. Sehr schön. Dann bin ich zumindest los. Ich habe eine Brandflasche. Ah, sie klettert hoch. Was hast du? Eine Brandflasche. Ja, dann gib die mir. Die hängt oben raus. Rauchenschale wäre gesittert, schreibt Dota. Hier liegt Gewehrmunition. Hebt auf. Was? Ich hab Gewehrmunition gefunden. Nice. So. Schnell weg, das ist Gift. Die ist da unten drin. Okay, die habe ich verkackt. Okay, heilen. Ich konnte es gerade nicht so weit weg. Ja, du warst gerade. Du warst gerade noch in meinen Radius drin, aber dann warst du weg. Aber ich dachte, das geht jetzt überall. Scheiße! Wieso bewegt das sich gerade so komisch? Muss ich wieder vorbei. Irgendwie hat sich der Controller gerade echt ganz komisch bewegt. Gewehrmunition, okay. Ich wieder weg. Sie ist genau da. Lass mal. Oh, die ist auch leer jetzt. Die hängt da. Sie kommt vor. Warte. Wo? Ah, da. Oh, Scheiße, stehen da. Lauf, Junge! Schneller. Ich brauch ein bisschen Verband. Sie ist hinter dir. Ja, ich muss gucken. Du kannst mir keinen Verband geben, ne? Dass wir das Kraut nicht verschwenden dafür. So. Okay, hier raus. Das Monster kommt! Genau, die Klamotten waren noch richtig gut gewesen, Feini. Ich hab grad voll Angst, den Chat zu lesen. Er kann ja auch nur nebenbei. Wo ist sie? Vielleicht gibst du mir auch was. Sie ist hinter dir. Hinter mir? Die hängt an. Okay, das ist jetzt hier. Nur ich. Wo ist sie jetzt? Kommt sie da? Ah, die hängt! Ah, fuck. Ja, schön. Warte. Scheiße, wo ist sie? Sie hängt da schon wieder. Sie hängt wieder. Über dir. Jetzt kann sie wieder rum. Ach ja, scheiße, man kann die ja kaputt machen. Ja. Sie. Ah, da oben. Oh, schnell. Ja, Achtung. Hast du das Gift? Das Gift. Du musst da raus. Ja. Sie läuft hinter dir her. Lauf schneller. Sie kommt. Ah, jetzt. Ah, Schwammelzwiebel. Ach, scheiße, jetzt zu. Das
Wir sind Alien, ne? Ja. Sag ja nur mal jetzt was. Ich will die Stimme halten. Ich hab 5 Kräuter. Was hast du? 5 Kräuter. Ja, kannst du ruhig mal eins geben. Sie guckt oben raus, sie guckt oben raus. Habt ihr gegeben? Sie steht oben drauf. Das ist Gift, das ist Gift, ich geh hier raus. Ah, das springt die genau auf die Seite, wo ich rauslaufen will. Ja, ne? Ja, ja. Ja, dann stirb du doch. Irgendwann mal, wenn's geht. Bitte. Flash hast du keine mehr, ne? Das Monster kommt! Lass mich in Ruhe! Ja, du. Hast du hast doch selber einen Headshot gegeben. Sie ist schon wieder hinter mir her, das kann jetzt wahr sein. Ich hab die ganze Zeit hinter dir her, sie hat mich abgeworfen. Oh fuck, ich brauch meine unbedingt. Hab ich. Sie zieht sich halt auch immer wieder zurück. Okay, warte, ich gucke, wo sie hin ist. Wo ist sie? Da. Ah, perfekt. Ach, sie ist schon weg. Das ist Gift, ne? Ja. Ja. Mit ihrem Gift. Ja. Ich hab aber auch. Wo ist sie? Da hinten. Sie kommt die Treppe runter? Bald keine Munition mehr. Ich finde aktuell hier auch nichts. Okay, Munition ist aus! Scheiße, ich geh runter. Oh ne, da oben ist noch. Was? Da oben ist noch Gift. Okay, ich kann nichts mehr machen. Ich hab keine Munition mehr. Läuft hinter dir her. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas finde. Ich kann ihn kaputt machen. Hast du was? Ja. Ich nichts so kaputt machen. Das ist alles voller Rauch. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Da lang. Bisschen verbrannt, wenn ich mir so einen Haken aufsetze. Tja. Wenn sie auch nicht so rauchig wäre. Dann so rauchig? Ja, ich sehe da gar nichts. Oh. Hier ist überall Rauch, wo soll ich denn noch hinlaufen? Sie klettert wieder hoch. Ich kann ja nicht schießen, ich kann ja nichts machen. Achso, scheiße. Ich habe ja keine Munition. Tja. Keine Ahnung. Ach, fick dich, du blöde Henne. Ach, nein, lass mich in Ruhe. Das ist wieder Gift, ey. Ja. Ist immer noch giftig. Das solltest du eher Meta sagen. Er ist derjenige, der kämpft. Ich renne hier nur rum und versuche irgendwie eine Scheiße zu finden. Da hinten ist was gedroppt. Ich hab's gesehen. Echt? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier ist doch irgendwas runtergeflogen.
Was war das? War das einfach nur von ihr? Vielleicht war es ja Eiterbeulen oder so. Hier liegt überall da ab und zu was. Muni rum. Ja, das ist ein Ziegelstein. Achso, das ist ein Ziegelstein. Sie ist da unten, sie ist da unten. Achso, ja, vielleicht muss in den Ecken irgendwas anvisieren noch. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Ich renne ja die Ecken ab. Die ist weg, oder was? Aber schon wieder die irgendwie. Achso, die Muni, die hatte ich eben auch gesammelt. Verband? Ich muss näher dran. Ich muss näher dran. Jetzt. Ab. Ja, nochmal. Hat nichts gebracht. Jetzt aber. Ja, das hab ich ja schon. Ich kann nichts machen. Scheiße. Ich versteh's nicht. Okay, ist das ja. Ja, für so kleine Wunden brauche ich keinen. Ja, aber ich kann sie nicht. Ja. Brechen wir das ab oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel noch fehlt. Ich glaube auch, da wird nichts mehr droppen. Ich finde hier in den Ecken auch nichts mehr. Schlechteste Zeit, mit Eva anzurufen, Mama. Ich finde nichts mehr in den Ecken. Vielleicht hätten wir davor sparsamer mit Muni sein sollen. Ja, das ist ja, was ich im Vorhinein gesagt habe. Das Monster kommt! Alter! Was ist der denn da nochmal reingegangen? Weil wenn er nur wacht ist auf den orangen Fleck, ist halt auch. Ja. Du hast nichts mehr an Heilung, ne? Nö. Ich habe nur Verbände, die kannst du mir hochziehen. Dann mach das so lange mit dem Messer, bis ich umfalle. Sie hängt genau über dir, oder hin über dir. Fair. Das ist ein Witz. Wir gehen nochmal in die Werkbank und wir gucken mal, dass wir irgendwie dass du vielleicht auch eine Waffe noch ziehst, die viel Munition hat. Hab ich nicht mehr, hab ich schon geguckt. Also ich werde auf jeden Fall die Sniper jetzt mal holen. Anstatt der Shotgun. Ja. Weißt du noch nicht welche? Finde ich hier vielleicht noch irgendwas an den Ecken? Was hilfreich wäre. Ach, das geht jetzt bei dir auch raus, ne? Ja, ich guck gleich mal in den Ecken, ob ich noch irgendwas finde, was hilfreich ist. Genau, viel habe ich bei der. Ist halt nicht so viel. Nein, wechseln gegen Scharfschützengewehr, das aufeinanderfolgende Schüsse abfeuern kann. Das ist aber mit verminderter Feuerkraft. Ah, da musst du halt sitzen, da hast du doppelte. Nicht die schnellste Waffe. Probier jetzt halt mit beiden aus. Dann nehme ich erstmal die da. Dann muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch ausgerüstet. Schadenstufe 1, Antirückschussschuh.
Kann man nicht entfernen, oder? Nee. Kann ich das nicht mehr entfernen? Oh, wie scheiße ist das denn? Da war irgendwas mit X gerade. Entfernen. Ach so, oder doch? Ah, okay, dann ist es anders gemacht. Ich dachte gerade. Ah. Ich mach gerade alle raus, weil die brauche ich ja. Habe ich ja gerade eh nicht ausgerüstet. Ja, Dominik stand doch da. Ja, gerade gesehen. Ja, ist ja gut. Also, okay, die AK hat Schadenstufe 4. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Und die hat gar keinen Schaden, ne? Nee. Ich finde das doof, dass das ganze Bildschirm rausgeht dann. Ja, ja. Ich hätte rumlaufen können, weiter suchen können. Schnell ladet bei der Sniper, denke ich, ganz gut, Cloud. Anti-Rückstoß. Wir müssen die Anti-Rückstoß am besten. Feuerrate Stufe 3. Dann habe ich... Hoppala. Oh, das ist alles erstmal verkaut. Probieren wir das erstmal so. Warte, was haben die jetzt für einen Schaden? Der hat Schaden Stufe 1. Dann nehme ich doch für den, weil für den habe ich mehr Munition. Die Stufe 2. Was habe ich noch bei dem? Oh, okay. Schnauze, Dota. Das letzte hättest du dir sparen können. Ich schaff das. Irgendwann. Oh mein Gott, ey. Das ist ja schon... Hält er das? Darf ich mal sagen, dass du gut am Riechen bist? Danke, höre ich öfter. Ja, von mir, du Babsack. Genau. Die ganzen Komplimente, die du öfter immer hörst, sind von mir. Vielleicht findest du ja noch irgendwas. Ich bin noch dabei. Deswegen renne ich hier ja rum. Hättest du auch gucken können, während ich mich ausgerüstet habe. Laubfrösche. Okay. Ich sehe leider nur nichts mehr. Na, ich denke, da wird doch nichts mehr sein. Keine Ahnung. Wer ist denn wir? Casey Dunn und seine imaginäre Freundin. Fällt mir mal gerade so auf. Ja gut, dann gehen wir mal. Vielleicht klappt das jetzt. Tja. Mutter und ich. Achso. Weil sonst nicht mehr rausgekommen wären. Okay. Ja, das ist eine ganz andere Nummer als Akuma. Wir hätten unseres Inventar noch switchen müssen, ne? So ein paar Sachen. Was denn? Okay, wo ist die blöde Henna? Mal hier in der Ecke. Ah, ich sehe sie. Die hängt schon wieder da hinten drin. Ich schwung meinen Backstein, da kann ich die Sachen nämlich auch kaputt treten. Schlagen. So. Ja. Ja. Hi Battle Queen. Achso, ne, dann krieg ich wieder Stalker-Vorwurf. Munition ist ja da jetzt. Wenn auch nicht ausreichend. Ja, der Wellenkampf vorher war halt das Problem, ne? Da haben wir auch so viel verbraucht. Alter. Achso, die kommt irgendwann noch von selbst, ne? Warum hassen Sie sie so sehr?
Witcher! Da, wohl. Gib mir die Muni. Hab ich. Nein, ich meine das Vieh. Achso. Sie schlabbert wieder vor sich hin. Toll, das war ein Rubin. Was? Sniper, ja. Sniper mal von hier vorne. Was soll ich denn mit diesem Kackmist anfangen? Gib mir gefälligst Muni. Mun. Ah, jetzt schlabbert es wieder. Ekelvieh. Komm. Oh, das kann nicht wahr sein. Was? Ich fände hier nur Topas und Rubine. Das Monster ist ein Fehler. Das alles war ein Fehler. Fick dich, du Bitch-Quatsch! Du wirst sterben. Geh doch raus aus diesem Scheiß-Menü. Ah, hier. Ja, ich hab aber gerade in der Ecke was gehabt. Ist es gefallen? Hast du gerade getrunken? Ich habe getrunken. Seien Sie etwas still. Oh, ich muss nachladen. Ja, hat ja gut funktioniert. Großartig. Ich bin begeistert. Wo kommt sie jetzt raus? Sie ist da. Da kommt sie raus. Komm. Hoppala. Was? Sie ist aufgerichtet. Hängt sich. Geh mal raus weg, du Scheiß rauf. Oh, Scheiße. Ist sie wieder frei? Noch hängt sie. Das sollten wir ausnutzen! Oh, ich hab sie freigesprengt. Nein! Nee, doch nicht. Solange sie jetzt auch stirbt? Hals ist frei.
muss mal raten. Ich wollte noch eine Flasche, was kommt. Ah! Sie hängt immer noch. Alter! Das ist gerade ein bisschen scheiße. Wird die immer schneller? Kann die mir was anhaben? Das Messer steht halt einfach weg. Mal weg, dass ich das hier trigger. Keine Ahnung, was das ist. Knife sie zu Tode. Aber ich schlag da gerade trotzdem nochmal nach. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Muni vergeuden an ihr, weil sie am Backen ist. Ja, deswegen. Ich schon mal Ziegelstein. So viel Muni habe ich nämlich auch nicht mehr. Ja, ich guck jetzt nochmal ein bisschen rum. Komm. Ah, Vieh, 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 Vieh! Sie ist tot. Ich komme hoch. Nein. Ich hab sie tot gemessert! Ein Hoch auf den Back. Ah. Hilfe? Was denn? Ist er dich, nicht mich? Sie zerquetscht mich. Ja, ciao. Alle meine Charaktere haben überlebt. Ja, aber meine nicht. Ich weiß schon, welches Ende wir haben. Also ob gut oder schlecht. Ich wusste nicht, dass es eine Unterscheidung gibt. Schon wieder einen Charakter von mir töten. Danke, danke. Wir haben gut gekämpft. Geht doch. Hi, Chigos. Hey, Chigos. Lol. Raus, die Scheiße. Tja, Alex, das hast du erschaffen. Wohl eher Rip Wesker, schreibt Klaus. Lol. Perfekt. Welche Fähigkeit wir davor haben können. Ja, was sagst du? Da läufst du mit Ziegelstein rum. Was machst du? Natalia? Oh. Oder ist sie übergegangen? Bitte nenn mich Alex. Alex. Wow. So eine Scheiße. Nein. Zwing mich nicht dazu. Zwingen zu was, Barry? Ja, das ist das schlechte Ende. Kapiere nix. Ja, wir haben kommt zum Final Bosskampf. Ja. Verdammt, Natalia. Und an dem Bad Ending bin ich leider dran schuld. Ich habe eine Sache nicht gemacht. Weil ich nicht wusste, dass ich das kann. Sonst hätten wir jetzt das Good Ending. Flamed mich. Flamed Sharks. Da kann sie einmal was tun und dann tut sie das nicht. Ich hab's versucht. Ah, Credits. Wisst ihr noch diese Stelle, wo Neil sich verwandelt hat?
Ja, da waren die meisten schon eingeschlafen. Gerne. Und als Claire unter ihnen auf dem Boden lag und die Waffe in der Mitte lag, hätte ich sie nehmen können und ihn töten können. Dann hätten wir das Good Ending bekommen. Ja. Ja. Also ich lag quasi unter Neil, die Waffe lag in der Mitte zwischen uns. Und ich kann erstmal die Waffe nicht nehmen. Und irgendwann kann ich sie halt nehmen. Ja, wenn ich sie nehme, ist es das schlechte Ende. Und wenn sie nimmt, das gute Ende. Und hätte ich einmal endlich schießen können, ne? Und dann sowas. Genau, deswegen wahrscheinlich auch, weil du dich überwindest. Und das war am Ende von Kapitel 3. Und ihr wisst, wie lang Kapitel 4 am Ende war. Das heißt, nee. Aber ich habe da schon entsprechend was rausgesucht. Dauert auch nicht lang. Ich zeige euch gleich nochmal das gute Ende, weil wenn das gute Ende kommt, kommt nämlich noch ein Bosskampf danach. So, das kennen wir jetzt auch noch nicht. Tja, das ist dann bestimmt der Kampf gegen Natalia versus Alex. Ja, gucken wir mal gleich. Also das ist, zeigen wir euch gleich. Und er zeigt auch nochmal die Schlüsselszene, wo Sharks hätte was machen sollen. Ey, aber ernsthaft, Leute, ich hab's versucht, an die Waffe zu kommen. Es hat sich nichts getan. Ja, ich denke, ich hätte auch nichts machen dürfen. Das weißt du, es ist... Das ja, vielleicht hast du mir reingepfuscht. Es ist ein Gemeinschaftsproblem. Ja. Vielleicht Meta bitte auch. Ja! Am Sonntag, ja. Ah, wir haben Sonntag. Nicht so lange. Ja, okay, Entschuldigung. Hahaha. Das sagen Frauen immer. Lul. Böser Meta, genauso. Die Frauen müssen zusammenhalten, Battle Queen. Battle Queen, du bist doch auf meiner Seite, ne? Was? Ihr seid beide scheiße, sag jetzt ja. Wow, Dan. Wow. Das ist nicht lustig. Du schläfst nie wieder bei uns auf der Couch. Nur noch im Keller. Ja. Ihnen danke für dein Retweet auf jeden Fall noch, sehe ich gerade. Deswegen spiele nicht mit Frauen, die sandbaggen immer. Weißt du, was traurig ist? Wir haben diese Olle jetzt gerade nur besiegt, weil sie gebackt hat. Weiß ich nicht. Nee, das stimmt so nicht. Weil sie lag auch schon zweimal auf dem Rücken und ich habe volle Ladung auf den Schwachpunkt gemacht. Okay. Und ich habe neu ausgerüstet die Waffen und ich habe von der einen Waffe, nachdem ich es gelesen habe, den geladenen Schuss benutzt. Und ich habe halt Skill, oder was? Ja, du hast auch was gemacht, glaube ich, aber... Ich habe sie da in die Ecke geführt. Ich habe sogar für meine Messerskills einen extra Erfolg bekommen, den nur 5% aller Spieler des Spiels bekommen haben. Das heißt, wenn ich was kann, ist es stechen. Nein. Oder beim Hausmeister und den Joghurt und dem Toast. Ah, scheiße, ich habe, glaube ich, eben Joghurt falsch geschrieben. Ich hasse dieses Wort sowieso. Direkt Live-Kontrolle, Live-Recherche. Ich hab's richtig geschrieben. Na, easy Wort. Der möchte gern Stecher wieder am Start. BJ23, vielen Dank für dein Follow. Meta hat also zufällig Glück, ja, und ein klein bisschen Skill. Ja. Skill. Nehmen wir das. Ja. Das ist ganz gut. Gefällt mir. Skill. Hör ich selten. Ja, was sagst du zum Spiel? Also ich finde eigentlich von der Idee finde ich es ganz cool. Ich mag das, wenn man kooperativ so nicht dieselben Sachen machen kann. Man hätte es aber so machen können, Part 1 ist der eine aktiv, Part 2 ist der andere aktiv. Dass man das so ein bisschen aufteilt. Also ich finde, da hätte man viel mehr Macht draus machen können. Ja, die Wellen hätten sie weglassen können. Jetzt gerade so im letzten Part, wo wir dann da standen auf dem Fahrstuhl gewandt haben und diese zwei unsichtbaren Drecksviecher kamen und auch die anderen Bubble-Typen. Es waren mehr als zwei unsichtbare sogar. Ja, ja. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall, das war überflüssig. Einfach das Spiel so unnötig, das war wie bei Resident Evil 7. Dieser Boot-Part hätte auch nicht sein müssen. Das ist einfach alles so unnötig in die Länge gezogen. Bisschen kürzer wäre es echt nice. Ja, ich glaube, Episode ist immer so in zwei Parts und ich denke, jeder Part nur halb so lang wäre irgendwie auch knackiger gewesen. Ja. Hätte dem auf jeden Fall gut getan, dem Spiel. Ja. Okay, also bei den DLCs werden wir auf jeden Fall gucken, dass ich dann auch vielleicht bei den aktiven Part übernehme. Ja, das wisst ihr noch nicht als Resident Evil Revelations 2 Fans.
Ich habe ja noch die zwei DLCs. Die kommen dann Mittwoch. Und das ist zwar einmal ein DLC, die sind beide aber recht kurz. Die sind sogar kürzer als der erste Part der letzten Episode. Also das machen wir beide DLCs an einem Mittwoch, denke ich mal. Und zwar ist das einmal die Side-Story von Natalia, also dem kleinen Mädchen. Und einmal die Side-Story von Moira. Und das können wir ja so machen, dass dann Sharks den Hauptpart übernimmt. Und dann lehne ich mich halt mal zurück und chill. Ja. Ja, dann können wir mal gucken. Oder keine Schusswaffen haben wir das. Der letzte Part mit Barry und Nat war schlimm. Ja, das stimmt. Ich frage mich jetzt auch wirklich, was das Good Ending ist, ehrlich gesagt. Ich frag mich das echt. Ja? Ja. Also wieder, was ich rausgesucht habe, am Anfang redet auch einer kurz. Und vielleicht im Kampf, aber in den Sequenzen nicht. Also das sollte eigentlich ganz gut passen. Da kommt ein Baum. Tose-Software. Nein, die Kleider heißt Natalia. Alex war der Gegner. Alex Wesker war das ja. Und Alex ist in sie übergegangen, quasi. Also Alex hat eigentlich Natalia so weit erschaffen. Nee, genau. Natalia ist gestorben. Sie hat ihren Körper übernommen. Ja, genau ist das, so. Ist das, war das die Frau oder die Schwester von Wesker? Das war die Schwester, glaube ich. Das war die Schwester von dem Wesker, den du kennst. Wie heißt der mal mit Vornamen? Komm ich jetzt gerade nicht drauf. Der Cloud kann es ja sagen, der meckert erstmal und dann sagt er uns das. Albert Wesker? Albert Wesker? Irgendwas mit A war das, glaube ich. Albert. Thank you for playing, ja. Thank you for programming, bitches. Ja. Den Körper übernommen. Ich glaube, Natalia ist gestorben und dann hat sie den Körper übernommen. Deswegen wollte sie die ja eigentlich auch führen. Capcom. Ja, ein paar Szenen sind schon so Hentai. Ja, Tentakelmonster hatten wir auch. Ja. Hier, die Episode ist auch nach mir benannt. Ne? Meta. Morphosis. Treffgenauigkeit S. Ne? Cloud. Cloud S. Das ist aber nicht immer 90%. Spielen Sie Episode 4 das durch. Das ist ein seltener Erfolg. Das haben wahrscheinlich viele gemacht. Es ist ein seltener Erfolg. Wie viel Prozent? 7,11? Ja? Irgendwie so war das, glaube ich, oder? 7% aller Spieler haben das Spiel durchgespielt. Steht ja da. Stimmt. Oh, doch nicht. Das poppt dann irgendwann in 10 Minuten auf. Ich guck gerade nochmal. Also auf der Xbox natürlich. Das Spiel gibt es natürlich ja auch noch auf PC und auf anderen Konsolen. 11. Der Spieler haben diesen Erfolg freigeschaltet. Okay, also 8% der Spieler auf Xbox One haben das Spiel auch wirklich zu Ende gespielt. Nur mal so als kleine Nebeninfo. Ich gehöre auch zu den Prozent, die es nicht durchgespielt haben. Okay. So, Moira tot, Natalia tot, leck mich doch, meine Charaktere sind beide gestorben. Freigeschaltet, Kostüm für Claire klassisch, Kostüm für Barry klassisch. Bildfilter. Bonuswaffe, Chicago Typewriter. Was ist, schießen sich da Buchstaben oder was? Bonuswaffe, Armbrust. Armbrust. Jetzt können wir ja auf Albtraum durchspielen. Figur Alex, Figur Monster Alex. Erreicht besser mit Messer. Ja, steinhart. Scharfes Auge erreicht. Sehr schön. Neuversuche 10. Ja. Mit dem letzten haben wir es echt schwer getan. Press A. Wird hochgeladen, stand irgendwas. So, wie war das jetzt mit First Try und 15 Minuten? Ist ja so, das erste ist ja zum Aufwärmen, das zählt ja nie. Gut. Dann gucken wir uns jetzt noch das Good Ending an. Genau, das Good Ending schauen wir uns mal an. Und zwar. Was ist denn hier, ne? Ist das. Auf YouTube von German Snake Gaming. Ich habe das mal oben eingeblendet.
Ich meine, ist es ja von ihm, soll er auch von profitieren. So. Und sind wir mal gespannt, wie das gute Ende denn endet. Und wie der Bosskampf aussah. So, und schon geht's weiter bei Resident Evil Revelations 2. Bevor das Let's Play komplett vorbei ist, möchte ich euch noch das gute Ende zeigen. Dann müsst ihr einfach in Episode 3 den Teil von Claire abschließen, aber am Schluss, beim Endkampf gegen Neil, darf man nicht mit Claire die Pistole nehmen. Das ist die Entscheidung. Moira dahin kriechen. Er kann natürlich Charakter wechseln, weil er alleine spielt. Das war bei uns natürlich nicht. Heilige Scheiße, ich krieg Gänsehaut. Da ich kündige, werden wir das wahrscheinlich nicht bekommen. Und das war Alex Wesker, ne? Genau. Ja, Stegos. Und das ist Natalia. Wenn man das gemacht hat, kann man dann in Episode 4 reingehen zu Barrys Teil und muss Alex Wesker wieder töten. Hast du gesehen? Der hat das alles auf einfach gespielt, bis auf die erste Episode. Ach, das wäre ja besser. Doch wie ein scheiß Ende. So, Kampf vorbei. Hast du ihn gesehen? Das kann doch nicht wahr sein! Moira lebt. Im guten Ende. Moira! Witze. Ja. Sorry, es took half a year. Fucking technology. Fucking right up the ass. Aber der Boss auch, oder was? Ja, dann muss man nochmal gegen das Vieh, oder was? Ach, das ist auch die Leiter nicht gesehen. Da kommt so viel mehr. Ist das Chris? Sieht genauso aus wie Chris, keine Sorge. Sah im Moment so aus. Wow, in die leuchtenden Hoden rein. Moira, I'm so sorry. You were in trouble. And you came back with a chopper and a sniper rifle and that's fucking awesome. Oh.
me take care of this. Komm, Barry, ich bin nicht ein Helden. Echt mal. Oh. Are you sure you don't need me, Barry? I mean, Dad. Wow. I'll always need you. Wehe, du stirbst jetzt. But for now, das ist gut, Anna. I have this. No! Kooperativ ist es so, einer snipe vom Heli aus und der andere kämpft unten gegen das Vieh. Barry in Badass-Mode. Wir sind gespannt, wie jetzt der finale Kampf jetzt wird vom Schwierigkeitsgrad her. Der erste Kampf gegen Alex Wesker ist eigentlich gar nicht so schwer. Du hast ja auch einfach. Ja, wenn es sich festbackt, funktioniert das schon. Boah, das ist komplett schwarz. Ah, okay. Alles klar. Müssen wir Wesker killen. Ah, das war ein schöner Schuss. Ich wollte gerade sagen. Das war auch schwer, wenn der Heli sich auch nochmal bewegt, ne? Ich sehe nicht das Herz. Das ist aber auch echt falsche Richtung. Wen hätte ich denn dann gespielt? Mit Barry? Dann hättest du oben gesniped. Das wäre doch perfekt gewesen. Ja. Nee. Falsche Richtung. Jetzt müssen wir erstmal sie killen. Das endet eventuell nicht gut. Ja, ich treffe das. Ah, nee. Da lang. Nicht wirklich. Geräusch von dem Vieh immer, ne? Ah, okay. Da kann ich nicht. Taschenlampe. Hat er die überhaupt? Ja, er hat eine. Ja, aber ist die genau, die ist dann nicht so stark wie die von Moira, oder? Da liegt Muni! Jo. Da haben wir einen Blick oder für. Oder da lang. Ehrlich. Junge, da lag Muni! Schön. Er war schön. Das Herz ist echt schwer zu treffen. Ich sehe es immer nur für einen kurzen Moment. Ah, genau. Geh an dem Fass vorbei. Der Schickus. Große Wumme. Dein fucking Ernst? Ich hätte so viel Spaß haben können? Ja, der hätte so viel Spaß haben können. Hättest du mal richtig entschieden. Mit Raketenwerfer, hallo? Aber das, also mein Part wäre schön, dass man endlich Munition für einen Raketenwerfer hat, hey. Oh, das war's schon. Ja, Ian. Nein, Ian, das tun wir nicht. Sharks hat sich selber den Spaß verdorben. Lul. Boah, der geht aber gut durch.
kommt da unser Barry. Wie viel einfach noch kommt da, ne? Oh, Dan kennt den Befehl noch. Den Herzi-Befehl. I know I should have let you have your space. It's okay. I gave you plenty of reasons to worry. You held your own out there, Moira. Of course she did. She's a fucking Burton. Da kommt er. Anyway, let's let these guys come in and clean up. So, what are you gonna do now, Barry? Die Haare von Claire, die war doch noch duschen, oder? I'm gonna go back to being a father. Ich denke, das ist auch das richtige Ende vom Spiel. Gut, das war es auch komplett von der Kampagne. Ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht es. Sorry, ich spring gerade ein bisschen. Weil da kommt dann nämlich noch, quält jetzt nämlich auch noch was. Wieder. Also nochmal doppelt in unser Feld. So, he's in China now? All right. Yeah, well, tell Piers to look after him. As well as the tragedy that befell the city of Tall Oaks earlier this week. Authorities are struggling to stem the panic that has taken hold of China. So eine Schleife kann ich nie machen. Das ist der Vater von Moira. Der Teddy im Stuhl. A cage went in search of a bird. And now the bird is gone. The bird has changed. Lass mal das auch noch durchlaufen. Ja, Wahnsinn, ey. So viel wie da jetzt noch kam. Da, guck. Der hat, wenn man das so sieht, die erste Episode auf normal gespielt und dann so, boah, nee, also. Und dann hat er die anderen doch noch auf einfach. Ich habe jetzt hätte letzte Endboss. Nicht funktioniert, hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann mal runtergeschaltet, dass es überhaupt fertig geht, ne? Sharks hat irgendwie die Stimme verschlagen, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Naja. Also doch, Alex, ja, das war am Ende jetzt... Revelations 3, können wir besser machen. Was ist los? Ja. Sharks will nicht mehr mit uns reden. Das heißt, dann verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr euch dann auch aufraffen konntet. Dass da doch noch kam, ich hätte nicht gedacht, dass ich vielleicht einer oder zwei. Und super geschafft. Wir schreiben Discord. Danke, Leute. Tschüss.